Was denn mit diesem Inscope-Video? Welches verfickte Inscope-Video ist es denn? Wieso schreiben denn alle Inscope? Was ist denn mit dem Inscope-Videos? Was ist das denn? Multimillionär? Ihr wisst schon, was der Drill ist. Lalalala. Immer noch fresh, immer noch cool. Immer noch cool. Guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend. Ist es das? Ist es das Video, was ich mir reinziehen soll? Ist es das jetzt? Es habe ich Muskelkater. Sag ehrlich, wie sehr habt ihr euch gefreut, dass schon wieder ein neues Video von mir online gegangen ist? Nachdem ich die Rötung auf meinem Kopf beobachtet habe, bin ich auf YouTube gegangen und dachte mir so, Digga, holy shit, was ist denn hier los? Farbe Range, Farbe Black. Farbe Range, Farbe Black. Bleibe Baller wie Lacazette, 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 Lacazette. Blaue G-Klasse. Fokussiert euch mal mehr auf euch selbst. Mach mal ein bisschen mehr Sport. Oh nein. Ernährt euch mal gesünder. Bewegt euch mal ein bisschen mehr. Mit der MCI-App bekommst du maßgeschneiderte Trainingspläne, einen Ernährungstracker und... Ist das dumm. Halt's Maul, Nico. Ability-Training. Probiere sie jetzt 7 Tage kostenlos aus. Er ist der allerechte Multimillionär. Ist das verfickt nochmal dumm. Hat so viel Bargeld in der Jacke von Moncler. Es gibt Plattformen, auf denen bin ich gerne unterwegs. Es gibt Plattformen, auf denen bin ich sehr, sehr gerne unterwegs. Und dann gibt es TikTok. Did your boots stop working? Dieser Trend, ich verstehe ihn nicht, aber ich verstehe ihn. Versteht ihr, was ich meine? Wir verstehen uns. Frechheit, was das Content-Team mir hier wieder rausgesucht hat. Luke an. Bro, du hast kein Content-Team. Du sitzt alleine in deinem verfickten Backforce-Stuhl und suchst dir die Sachen selber raus, Nico. Du bist alleine. Verstehst du das? André, ihr seid 2 perverse Schweine. Servus. Und dann wurde mir neulich ein neuer Clip von Sebastian aka Ref Inside geschickt. Das Acting von ihm hier ist wirklich alle Achtung wert. Das war kein Acting, ich bin verfickt nochmal bewusstlos gegangen, Digga. Ich war knock, jemand muss meine Karte aufheben. Geht zum Reboot-Van, holt mich hoch, was soll die Scheiße? Wann geht's los? Holy shit, Sebastian, RTL hat angerufen, sie wollen ihren Schauspieler zurück. Oder wirklich, das Einzige, das hier anrufen würde, Nico, ist verfickt nochmal dein Dermatologe, weil diese Wulst, die du da als Haarlein betitelst, Bro, absolut unnatürlich ist. Es ist nicht normal, dass sich deine verfickte Hairline alle 20 Minuten wieder entzündet, wenn deine verfickte OP schon 2 Monate zurückliegt. Bro, du wurdest in der verfickten Türkei gescammt. Man hat die Haare von einem verfickten Eschek eingesetzt. Du hast Eselhaare in deinem Kopf. Du hast verfickte Eselhaare in deinem Kopf und die haben dich gefickt. Sag mal ehrlich, dass ich diesen RTL2-Joke jetzt lustig finde, hat schon was auch mit meinem mittlerweile fast 30-jährigen Alter zu tun. Ich gehe auf Hairline, mir reicht's. Oder? Man muss wirklich sagen, die Acting-Skills von Sebastian hier sind fast so heftig wie in seinem neuesten Video. Man kann hier sehr, sehr, sehr gut schlafen, weil es echt sehr, sehr angenehm warm hier drin ist. Wie hast du geschlafen? Gut, im Bett. Gut, wie war's auf dem Sitzsack? Sehr gut. Nett, dass du das Bett schon mal gemacht hast an der Stelle. Sehr korrekt von dir. Absolut crazy, wirklich eine sehr, sehr einzigartige Erfahrung. Ich werde den Wichser striken. Ich werde den verfickten Wichser striken. Der hat mein ganzes Video einfach reingeschnitten. Er hat mein ganzes Video reingeschnitten. So, mein Lieber. Und jetzt wird's persönlich. Ich weiß, wer definitiv nicht auf den Sitzsäcken geschlafen hat. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Geile Aktion! Wir machen es weiter! Hört ihr das? Das kann doch nur eins bedeuten. Der Bedrohungsschutz schützt dich vor Schadsoftware. Wie zum Teufel kann es sein, dass dieser Mann Sponsoren hat? Wie kann es sein, dass der Typ gesponsert wird? How? Auch wenn du gerade hart hast. 2 Werbungen in einem 7-Minuten-Video plus die YouTube-Werbung. Das ist verfickter Rekord. Das ist verfickter Rekord. Bro ist greedier als MickeyTV mit seinem Sabaton zum Ende seines Streams, Amena. Wie macht er das? Wie? Wie geht das? Arbeiten bist. Bitte gleich noch einen kleinen Ola Kala-Clip zum Ende, Nico. Dann haben wir alles einmal durch. Get out the way. Get out the way, bitch. Get out the way. Lazarides. Bei mir ist gerade ganz, ganz schlecht. Ich bin gerade voll am Arbeiten. Ich schneide gerade ein Video und ich bin gerade wirklich voll drin. Ich melde mich später, ja? Tschüss. Verpasse keine Lieblingsinhalte mehr, auch wenn du auf Reisen bist. Das Sofa kostet 20.000 Euro und der Typ ist Privatinsolvent. Virtuell wie zu Hause surfen. Dieser Urlaub tut schon wieder verdammt gut. Aber ich muss auch wirklich sagen, manchmal hat man auch einfach Bock auf die alten Serien. Nico, du bist zu Hause, du sitzt in deinem Wohnzimmer. Du sitzt in deinem Wohnzimmer. Kannst du auch so laufen? Guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend, ihr elendigen Klabautermänner. Der Dark Web Monitor benachrichtigt dich, wenn deine Anmeldedaten... Und mir halt tatsächlich einen auf RTL, oder? ...offengelegt werden. Vater!
Vater, was hast du schon wieder gemacht? Ich habe gerade Meldung gekriegt, dass die Anmeldedate aufgelegt wurde. Was machst du daheim gerade? Junge, was ist los? Ich lade mir gerade den nächsten Hit von der Trofana-Alm runter. Aus dem Skigebiet. Kennst du das? Du hast das neue Lied von der Trofana-Alm. Das ist ein Banger. Jetzt gehe ich da Hanne her, dann lese ich durch, dann steht da eine Trofana. Was schaue ich mir hier gerade an? Das komplette Video ist Werbung. Trofana-Alm, sondern Trojaner-Alarm. Was ist das? Du hast anstatt der Trofana-Alm einen Trojaner runtergeladen. Vater? Ich sag's dir ganz ehrlich, du bist ein verdammter Klabautermann. Junge, geh heim, ihr habt den Rechner gekackt, du verdammter Trottel. Du denkst auch, dass ihr alter 60-jähriger Mann wäre, der nichts mehr drauf hat. Ihr habt deine komplette Kondodate ausgehackt und werde ich jetzt komplett ausnehmen wie ein Weihnachtsgans. Papa? Hol dir den exklusiven NordVPN-Deal und erhalte 4 Monate. Digga, wieso haben die dafür bezahlt? Extra auf einen 2-Jahres-Plan. Völlig risikofrei mit der 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. NordVPN. Dafür stehen wir mit unserem Namen. Und als nächstes gibt es so einen geilen Clip. Wie viel verdienst du monatlich? Netto. Das ist eine gute Frage. Wir müssen immer ein bisschen compliant bleiben. Du sagst eine Zahl und ich sag höher oder niedriger. Okay, machen wir so. 5.000? Höher. 10.000? Höher. 50.000? Höher. 100.000? Ein bisschen geringer. 10.000? Höher. 100.000? Höher. 1 Million? Höher. 10 Millionen? Höher. Ja, die Leute müssen auch verstehen, ich muss da ein bisschen compliant bleiben. Alles klar! Okay, krass. Ja. Tatsächlich habe ich noch ein Interview von dem gefunden. Wieder mit einem Typen, der extrem korrekt drauf ist. Was verdienst du monatlich netto? Sorry, kann ich nicht sagen. Grobe Richtung? Über 5.000? Ja. Reicht es bis zum Leben? Nein. Ah ja, über 5.000? Ja, reicht zum Leben? Nein, nein, man kennt das ja, man kennt das ja. Was machst du beruflich? Arzt. Eigene Praxis oder? Nein. Wie bist du dazu gekommen? Medizinstudium. Ja. Nein. Ja. Medizinstudium. Ja. Revi, netto sagt Stopp 100, ja. Geiles Interview. Mach auf jeden Fall weiter so. Nein. Und ich bin immer wieder auf der Suche nach neuen Geschäftsideen. Und neulich ist mir jemand unter die Augen getreten, der da ein ziemlich geiles Modell aufgestellt hat. Es wird ein Sabaton geben. Yeah. Und der Sabaton wird mein letztes Projekt werden. Danach höre ich auf zu streamen. Ein Sub 3 Minuten machen. Und ich mache pro Stream zwischen 200 und 300 Subs. Das heißt... Warte mal, ich mache pro Stream tatsächlich... Ja, zwischen 5 und 10 Subs. Das heißt, 3 Minuten müsste mein Stream dann... 30 mehr. Das passt, ich bin gleich wieder offline. Ich würde nie wieder offline gehen. Er ist der allerechte Multimillionär. Holy shit, Digga, Mickey, du bist ein fucking Genie, Mann. Einfach an. Ich bin. Ihr braucht jetzt gar nicht hier anfangen zu subben, Chat. Ja, das Ding ist durch. Das Ding ist durch. Ich werde kein Streamer. Mal den letzten Streamer Sabaton machen, pro Abo 3 Minuten länger streamen und dadurch nie wieder offline gehen. Mit der Rötung am Kopf und mit der Hairline könnte ich sogar fast als Mickey durchgehen. Es gibt ja gerade die ein oder andere Diskussion über das Thema, ob das jetzt korrekt von Mickey ist, dass er seinen letzten Stream so ankündigt mit dem Sabaton und ob er damit nur Geld machen will oder nicht. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich es jetzt nicht so schlimm finde. Irgendwie will er ja auch nicht wirklich aufhören zu streamen. Ich finde es immer am allergeilsten, wenn man einfach offen und ehrlich mit seinem Problem oder mit dem, was einem gerade durch den Kopf geht, auch in der Öffentlichkeit. Nico, sag bitte einfach, warum hast du 3 Werbungen in einem Video? Sag es doch. Umgeht, sagt, was gerade los ist, warum man sich so und so fühlt, warum man vielleicht weniger. Deinen letzten Sabaton hast du abgebrochen am gleichen Tag. Was soll das? Was soll das? Ich habe einen Sabaton gemacht und habe den am gleichen Tag abgebrochen. Ich habe nicht abgebrochen, sondern ich habe keine Subs bekommen. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Warum lügen meine Mods? Mein Mod ist selber nicht mal Sub hier. Ja, das ist eure Schuld. Fickt euch alle. Oder irgendwie anders streamen will. Und ich glaube auch, dass die Leute da draußen das langfristig verstehen und auch supporten werden, wenn man einfach offen und ehrlich mit den Leuten umgeht. Miki, ich wünsche dir trotzdem alles Gute. Ich bin wirklich nicht so der Baseball-Typ, ne? Dass man mit, also wirklich, dass ein 4-Jähriger sowas hinbekommt, habe ich noch nie gesehen. Oh. Bei der letzten Episode haben so viele geschrieben, dass ich sie damit dran bekomme. Jo. Habe. Ich hoffe dieses Mal wieder. Jeder dritte junge Mann hatte noch nie eine Freundin. Du gehörst dazu? Schau keine Pornos. Wähl nicht die Grünen. Geh raus an die frische Luft. Ich bin dumm. Steh zu dir. Sei selbstbewusst. Lass dir nicht einreden, dass du lieb, soft, schwach und links zu sein hast. Echte Männer sind recht. Ich glaube,
da wage ich mal einen Blick in die Kommentare. Vielleicht kennt sie noch einer von euch, und zwar Evil Suki. Ich bin auf ihrem Profil vorbeigegangen, weil sie hat mal wieder was Neues hochgeladen und ihr werdet es nicht glauben. Sie redet einfach über Verpiss doch!